Mit erstaunlichen Geschwindigkeiten von bis zu 75 Meilen pro Stunde ist der Gepard unbestritten das schnellste Landraubtier der Welt. Doch trotz ihrer beeindruckenden Fähigkeiten sind diese Raubkatzen auch in Gefahr. Aufgrund von Wilderei und den Folgen des Klimawandels sind diese Tiere vom Aussterben bedroht. Deshalb arbeiten viele spezialisierte Fachkräfte an der Verbesserung der Population. Im Rahmen eines dieser Projekte ist etwas Erstaunliches passiert, das die Menschen sprachlos machte. Wegen der geringen Population ist es immer ein Grund zu feiern, wenn ein Gepard schwanger wird. Doch diese Tiere vermehren sich nicht zufällig, sondern folgen anders als andere Arten einem ganz besonderen Muster. Sie suchen ihre Partner sorgfältig aus. Dies macht es auch so schwer, ihre Population zu verbessern. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, den optimalen Partner für die Fortpflanzung zu finden. Bei dem Gepardenweibchen in dieser Geschichte ist das nicht anders. Melanie lebte im Metro Richmond Zoo. Sie war eine wunderschöne dreijährige Gepardin, die bereit war, Babys zu bekommen. Die Tierpfleger beschlossen, dass es an der Zeit war, sie einem potenziellen Partner vorzustellen. Sie hofften, dass sie dazu beitragen würde, die weltweite Gepardenpopulation zu vergrößern. Sie versuchten, sie mit einem der begehrtesten Gepardenmännchen des Zoos zu paaren. Aber es klappte nicht. Wie es sich für einen wählerischen Geparden gehört, mochte Melanie ihn nicht. Es war eine heikle Situation. Die Gepardendame schien kein Interesse an ihrem männlichen Begleiter zu haben und ignorierte ihn. Etwa 6 Wochen lang gab es keine Fortschritte im Paarungsprozess. Bald war klar, dass zwischen den beiden nichts passieren würde. Den Tierpflegern war bewusst, dass Melanie einen neuen Partner finden musste. Sie waren gezwungen, ihren Plan zu ändern. Natürlich würden sie sie nie dazu zwingen, sich mit einem Geparden zu paaren, den sie nicht mag. Also waren sie sehr darauf bedacht, jemanden zu finden, zu dem sie eine richtige Beziehung hat. In diesem Moment brachten sie Kitu ins Spiel. Kitu war ein charmanter 6-jähriger Gepard, der bereits ein Jungtier gezeugt hatte. Melanie mochte das 6-jährige Gepardenmännchen sofort. Die Chemie zwischen ihnen stimmte einfach. Die beiden verbrachten viel Zeit zusammen und spielten oft miteinander. Die Tierpfleger waren hocherfreut zu sehen, dass ihr Sorgenkind einen Partner gefunden hatte, den sie wirklich mochte. Während Kitu bereits Erfahrung als Elternteil hatte, war Melanie ganz neu in dieser Rolle. Deshalb schenkten die Tierpfleger ihr besondere Aufmerksamkeit. Einige Wochen später bemerkten die Mitarbeiter einige interessante Veränderungen bei Melanie. Ihre Fressgewohnheiten änderten sich plötzlich und auch ihr allgemeines Verhalten war anders als sonst. Irgendetwas stimmte nicht mit ihr und sie mussten herausfinden, was es war. Als sie medizinische Tests durchführten, stellte sich heraus, dass ihr Verdacht von Anfang an begründet war. Die Gepardin war endlich schwanger und alle an dem Projekt Beteiligten waren überglücklich. Endlich würde es ein neues Mitglied in der Gepardenfamilie geben. Es war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Nach einigen Monaten begannen die Tierpfleger mit der Planung für die Geburt des Tieres. Geparden sind nicht lange trächtig, und so wussten sie, dass sie schnell handeln mussten. Die durchschnittliche Trächtigkeitsdauer bei Geparden beträgt etwa 90 bis 98 Tage, also etwas mehr als 3 Monate. Die Tierpfleger richteten ein schönes und gemütliches Gehege ein, damit die Geburt reibungslos ablaufen konnte. In dem Gehege wurde auch eine Kamera installiert. Da sie während der Geburt nicht vor Ort sein konnten, mussten sie ein Auge auf sie haben, falls etwas schiefgehen sollte. Eines Tages begann Melanie, einige seltsame Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Das erste, was den Tierpflegern auffiel, war, wie unruhig sie wurde. Die trächtige Gepardin begann ungeduldig auf- und abzulaufen. Ein paar Minuten nach 3 Uhr morgens betrat Melanie schließlich das für sie vorgesehene Gehege. Die Tierpfleger verfolgten diesen wundersamen Moment mit rasenden Herzen und feuchten Augen. Ihr kleines Mädchen würde bald Mutter werden. Melanie begann im Gehege herumzulaufen und eine bequeme Position für die Geburt zu suchen. Sie legte sich, sie setzte sich, sie stand. Da sie zum ersten Mal Mutter wurde, wusste sie noch nicht, in welcher Position sie sich wohlfühlen würde. Gegen 4.23 Uhr brachte Melanie ihr erstes Jungtier zur Welt. Als es geboren war, putzte die Gepardin es und schenkte ihm mütterliche Zuneigung. Das süße kleine Baby hatte seine Augen geschlossen, aber jeder konnte sehen, dass es gesund war und richtig atmete. Das Personal war überglücklich, doch gerade als sie den Beobachtungsraum verlassen wollten, um das neue Jungtier medizinisch zu untersuchen, geschah etwas sehr Überraschendes. Nachdem sie das erste Jungtier sauber geleckt hatte, lief der Gepard weiter im Gehege umher. Als sie sahen, dass sie wieder unruhig und aufgeregt war, blieben die Tierpfleger gespannt stehen und verfolgten ihre Bewegungen durch die Kamera. Um 4.47 Uhr, etwa eine halbe Stunde später, brachte sie ein weiteres Jungtier zur Welt. Genau wie beim ersten säuberte sie es vorsichtig und vergewisserte sich, dass es gut atmete. Dann trug sie das Jungtier mit ihrem Maul und legte es neben sein Geschwisterchen, bevor sie sich schließlich zur Ruhe legte. Die Tierpfleger dachten sich, dass sie ihr noch etwas Zeit mit ihren Babys lassen sollten und beobachteten sie weiterhin über die Kamera. Sie waren schon ganz aufgeregt und verkündeten in den sozialen Medien voller Freude, dass Melanie 2 Junge geboren hatte.
Ihr Projekt war unglaublich erfolgreich gewesen. Zwei Jungtiere waren eine erstaunliche Leistung. Während alle den Geparden lobten, konnten sie nicht ahnen, was in den nächsten Stunden passieren würde. Alle waren schockiert, als sie feststellten, dass Milani mit der Geburt der Jungtiere noch nicht fertig war. Sie war sogar noch weit davon entfernt. Gegen 5.20 Uhr stand Milani auf und begann erneut herumzulaufen. Genau wie bei ihren Erstgeborenen hockte sie sich wieder hin und wartete geduldig. Nach etwa 10 Minuten brachte Milani das dritte Jungtier zur Welt. Sie säuberte es ebenfalls und legte sich wieder hin. Jeder, der zusah, war von diesem unglaublichen Moment absolut verblüfft. Doch diese erstaunliche Raubkatze war dabei, sich selbst zu übertreffen. Milanis überraschende Geburt war damit noch nicht zu Ende. Um 6.05 Uhr brachte sie das vierte Jungtier zur Welt. Dies geschah etwa eine Stunde nach der Geburt des dritten Jungtiers. Das war eine ungewöhnlich lange Wartezeit. Eine halbe Stunde später brachte die tapfere Gepardin ein weiteres Jungtier zur Welt. Ihr fünftes Jungtier war nichts weniger als ein einzigartiges Wunder. Die durchschnittliche Wurfgröße bei Geparden liegt bei 3 bis 4 Jungtieren, aber hier widersetzte sich Milani der Norm. Nachdem sie ihr fünftes Neugeborenes zur Welt gebracht hatte, legte sich die neue Mutter zur Ruhe und ließ die Babys glücklich säugen. Nach dieser ereignisreichen Geburt ließen die Mitarbeiter sie ausruhen. Der gesamte Zoo freute sich über den zahlreichen Nachwuchs. Die Tierärzte bestätigten, dass alle Jungtiere kerngesund sind. Nicht nur war es eine außergewöhnliche Geburt. Es war ein wichtiger Schritt, um diese wunderbare Tierart zu erhalten. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein Bär flehte einen Mann um Hilfe. Was dann geschah, wirst du nicht glauben. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.